Entschuldigung, wann hattest du das letzte Mal deine Brüste in der Hand? Und, jetzt mal so eine komische Frage. Wann hattest du das letzte Mal deinen Hoden in der Hand? Ihr Lieben, sprecht ihr über Gesundheitsthemen oder seid ihr so wie ich, dass wenn ihr irgendeine Mutter mal habt, was größer wird, ihr einfach alles googelt und euch nicht traut, darüber zu sprechen? Das solltet ihr nicht machen, denn Krebs ist ja so eine fiese Krankheit, die kann genauso auftreten. Ja? Ich finde, uns sollte das nicht peinlich sein, sondern wir sollten darüber sprechen. In dem Sinne, Deutschland, wir müssen über Gesundheit reden. Wann hattest du das letzte Mal deine Hoden in der Hand? Das ist schon eine Weile her. Aber theoretisch ist sowas schon wichtig, oder? Vorsorgeuntersuchung. Ja, ich war gerade auch bei einer Vorsorgeuntersuchung, aber nicht beim Urologen, sondern komme gerade vom Hautarzt. Einmal im Jahr, außer sind irgendwelche Auffälligkeiten, dann geht man öfter. Wann hattest du das letzte Mal deine Hoden in der Hand? Vor einem Monat. Ja, wirklich? Ja. Also um die abzutasten natürlich. Um die abzutasten, ja, genau. So. Machst du das regelmäßig? Nee. Nur wenn ich mal frei habe oder so und ich auch irgendwie auf irgendwas untersuche oder so, weißt du? Aber deswegen ist das so wichtig, wenn man irgendwie einen Knubbel hat oder so zum Arzt zu gehen. Würdest du das machen oder würdest du dich eher nicht trauen? Doch, auf jeden Fall. Also es ist ja gesundheitlich wichtig. Hast du schon mal eine Vorsorgeuntersuchung gemacht? Ja. Was hast du gemacht? Also ich habe Brustkrebsvorsorge gemacht. Die gehen jetzt nicht irgendwie jedes Jahr einmal zur Vorsorge? Aber ich wohne auch nicht in Deutschland. Ja. Wo wohnen Sie? In Tansania. Okay, in Tansania? Ja. Und da geht man nicht zur Vorsorge? Man könnte vielleicht, aber macht es nicht regelmäßig, nee. Würdest du sowas regelmäßig machen, so eine Vorsorgeuntersuchung? Mache ich regelmäßig. Ja? Ja. Dann wie häufig machst du die denn? Jedes halbe Jahr. Alles, was man nutzen kann an Angeboten, sollte man auch nutzen, weil das kann ja Leben retten. Wann hattest du denn das letzte Mal deine Brüste in der Hand? Um die abzutasten natürlich. Vor 2 Wochen ungefähr. Wirklich? Vor 2 Wochen erst? Also es liegt auch daran, dass ich eine gute Freundin habe und ihre Mutter hat beim Selbstabtasten Brustkrebs erkannt, war aber regelmäßig auch beim Frauenarzt und das hat mir so ein bisschen Angst gemacht, sodass man das tatsächlich auch wirklich nur beim Selbstertasten, das heißt nur, aber auf jeden Fall kann man selbst vorbeugen und seitdem mache ich das auch regelmäßig. Es ist ganz spannend, dass meistens immer irgendwas Schreckliches passieren muss, ja, ne, bis man dann sagt, okay, für mich ist das doch relevant. Hättest du denn einen Tipp jetzt für Mädels, wie man das macht? Weil viele machen das jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall. Also selbst, es reicht ja schon, wenn man das kurz vorm Duschen macht, weil man dann ja natürlich nackt ist. Und dann kann man einfach so über die Brust streichen, auch über unter die Achsel. Wenn man das Gefühl hat, dass da irgendetwas ist, was sonst nicht da ist, dann auf jeden Fall direkt zum Frauenarzt. Wann hattest du das letzte Mal deinen Hoden in der Hand? Um den abzutasten. Ach so, also gar nicht. Okay. Und gestern? Beim Duschen. Das könnte man ja eigentlich perfekt nutzen, um den auch mal so abzutasten, denn es gibt ja so Krankheiten, die sind fies wie Hodenkrebs zum Beispiel. Und das Problem ist bei der Krankheit, das trifft gerade so junge Leute wie uns. Und das Coole ist, wenn wir es dann entdecken, dann ist die Heilungschance immens. Nach was soll ich ihn abtasten dann aber? Also was soll ich denn dann gucken, was da sein könnte? Sehr gute Frage. Du weißt wahrscheinlich, wie sich dein Hoden so grob anfühlt. Ja, klar, ja. Ja, sehr gut. Und es kann sein, dass du an einer Stelle wie so eine Art Hubbel hast. Du hast ja im Prinzip 2 Hoden. Und dann kannst du immer im Vergleich gucken, hast du das Gleiche, was du rechts hast, auch links. Und so kannst du im Prinzip herausfinden, hey, wenn eine Seite vielleicht irgendwie eher so einen Knoten hat, kannst du dir vielleicht vorstellen, wie so ein Lymphknoten, okay, oder sowas, was so ein bisschen hart ist, dann wäre es sinnvoll, tatsächlich mal zum Arzt zu gehen, weil wir genau in der Zielgruppe sind. Was würden Sie denn denen mitgeben, die jetzt sagen, hey, ich habe irgendeine Änderung an meinem Körper, aber ich traue mich nicht zum Arzt zu gehen? Also erstmal würde ich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir medizinisch so weit sind, dass wir so viele Vorsorgeuntersuchungen haben und so eine gute Technik, die Sachen entdeckt. Bei mir war es so, ich habe eine Schiefstellung der Zunge gehabt, deshalb kam ich nur drauf und habe gesagt, muss doch mal, warum ist das eigentlich so? Und bups, schon habe ich festgestellt, da sitzt was an meinen Nerven, was da nicht hingehört. Also von daher sollte man Obacht geben und aufmerksam seinen Körper verfolgen. Und wenn man Sachen feststellt, die da nicht hingehören, sollte man selbstverständlich zum Arzt gehen, sich untersuchen lassen. Ist doch super, dass das geht. Ich muss ehrlich sagen, Leute haben zu viel Angst, um zum Arzt zu gehen, weil die denken, die könnten was haben und so. Und dann verschieben die es lieber oder sagen so, nein, besser nicht. Und ja, man sollte sich aber trotzdem untersuchen lassen, also wenn man irgendwas merkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, wir haben gelernt, wir können problemlos über Gesundheitsthemen und Krankheitsthemen sprechen, auch ohne uns zu schämen. Gerade bei Krebs ist das ist ja so eine fiese Krankheit, die man gar nicht so richtig bemerkt, weil die jetzt nicht wehtut oder so. Da sollte man wirklich zum Arzt gehen. Ich finde, man muss sich nicht darüber schämen. Und ich finde, Deutschland, wir müssen über Gesundheit reden. Deutschland. 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 Deutschland, wir müssen über Gesundheit reden.